Diese schöne Maske habe ich für die erste Band gestaltet, in Ölfarben, selbst gemalt. Man kann sich nicht leichter anstecken, glaube ich, und den anderen auch nicht, außer vielleicht Dämpfe einatmen. Der Erlös dafür geht an ein Waisenkind in St. Pölten, was auch Eltern braucht. Und der Vater ist vielleicht arbeitslos oder Säufer und das Kind muss ihn auch unterstützen und braucht dafür Geld. Ja, 80% der Einnahmen gehen an mich. Natürlich könnte man auch reines Rinderhack versteigern, was mehr wert ist als gemischtes. Nur wäre ein gemischtes zwei Essen in einem, was auch ein Vorteil wäre.